Naja, Ausmaße. Kriegen wir dann einen Übergang zu unserem weißen alten Mann? Nee, komm, wir hauen einfach den Jingle an. Ups, ein Fauxpas? Na, das ging mächtig schief. Ich würde mich ja freuen, wenn Thomas Gottschalk diesen Tanz tanzen müsste mit dem Sinan zusammen. Du musst jetzt gehen, wir bleiben stehen, auf Wiedersehen. Der würde auch sagen, hör mal. Ich frage mich nur, wer, vor allem warum gibt man ihm noch immer ein Sprachrohr an die Hand? Für seine... Ich stelle mir vor, wie jetzt wirklich so ein Rohr. Das sagst du jedes Mal, wenn ich was sage. Ist also wirklich. Ich find's funny. Jetzt muss man vielleicht ganz kurz erklären, für manche Zuhörlinge, die es noch nicht mitgekriegt haben, Thomas Gottschalk hat ein großes Es ist vorbei, ich verabschiede mich vom Fernsehen-Interview dem Spiegel gegeben. Das wievielte? I don't know. Das wievielte? Übrigens, ist es jetzt endgültig vorbei? Ja, es ist jetzt endgültig vorbei, aber by the way, kauft alle mein neues Buch. Ach, hat er auch noch ein das Buch. Ist Promo tatsächlich für das Buch, und zwar heißt das Buch irgendwie so in die Richtung, jemand, der sich den Mund nicht verlassen, nicht verbieten lassen möchte, so in die Richtung heißt das Buch ja, tatsächlich. Das macht er auch nicht. Das nee, stimmt. Das macht er auch nicht, das stimmt, aber er ist natürlich inzwischen, so wie er sich gibt, die Blaupause des sogenannten alten weißen Mannes. Ich finde das ja eigentlich nicht das so cool. Das ist so das beste Beispiel für einen alten weißen Mann, das man eigentlich bringen kann. Richtig. Mittlerweile. Ich finde eigentlich doof, dass man dieses Klischeebild existiert und dass man das so benennt, aber er ist tatsächlich genau das und er ist total ignorant gegenüber der Jugend und ich finde das so krass. Weißt du, mit wem er sich da einreiht? Mit Stefan Raab ein bisschen. Weil Stefan Raab für mich macht im Prinzip genau das Gleiche gerade. Er macht immer noch die Witze wie früher, ja, nichts gelernt. Und eigentlich nimmt er die Leute, die heutzutage erfolgreich sind, nicht ernst. Aber tut so, als würde er sie ernst nehmen, weil er sagt, ich bin jetzt auch Influencer, wie Pamela Reif, und ich habe innerhalb von 3 Tagen 2,5 Millionen Follower. Aber eigentlich nimmt er das Game nicht so richtig ernst. Und Thomas Gottschalk ist auch so ein bisschen, weil er ja auch sein Instagram irgendwann eröffnet hat und dann ganz schnell viele Follower hatte und dann irgendwann einen Podcast gemacht hat, der übrigens gruselig ist, mit Mike Krüger zusammen, finde ich. Was hat er gesagt in dem Interview? Dass er nur zweimal Frauen ans Knie gegriffen hätte. Beruflich, beziehungsweise das war dienstlich. Beruflich. Das war auch schwierig. Also da mal eine Frage, was heißt denn jemanden dienstlich anfassen? Außerhalb von Prostitution sehe ich da irgendwie gar keinen Kontext. Nee, das stimmt. Das weiß ich nicht. Ist wirklich absurd, was er da alles, also. Ja, vor allem, die Frage ist ja auch, hat er auch mal Männer dienstlich angefasst? Warum sind es denn immer die Frauen, die dienstlich angefasst wurden von ihm? Das Ding ist, er hat vor allem, es war ja nicht nur zweimal am Knie, sondern es ist ja nachweislich überall hingegriffen worden. Natürlich. Erinnerst dich an diese Awkward-Szene als Cher zuletzt? Genau, letztes Jahr da noch? Wem hat er ins Dekolleté gegriffen, fürs Mikro zu richten und lauter solche Sachen, wo ich dann so, war es nicht Cher? Nee. Nee, aber Cher war auch, da hast du gemerkt, dass sie auch irgendwie das gar nicht geil fand. Nein, natürlich nicht. Aber das Skurrile ist ja daran, dass er ja einen Heiner Lauterbach, der glaube ich irgendwie Heiner Lauterbach und Bulli sind glaube ich so die deutschen Gäste, die am meisten auf dem Sofa jemals da saßen bei Wetten, dass, den hat er auch nie ans Knie gegriffen. Ne, da hat er auch nie irgendwie beruflich und dienstlich mal hier geguckt, ob die Kniescheibe noch sitzt. Genau. Er tätschelt halt, ne? Ich stell dir das Mikro fest. So, bitteschön. Dankeschön. Da war der Ständer etwas verschoben. Naja, er hatte halt damals in einem Interview gesagt, er will ein cooler Alter werden. Und die Spiegelkolleginnen und Kollegen haben ihn gefragt, ob das denn der Fall ist. Die haben gesagt, können wir uns darauf einigen, dass das nicht passiert ist? Sie sind kein cooler Alter geworden. Und daraufhin hat er gesagt, nee, stimmt nicht. Nee, er hat gesagt, stimmt nicht. Er hat gesagt, ihr legt nicht fest, was cool ist, so nach dem Motto. Das legt er selber fest. Richtig. Ja, ich weiß, also ich glaube, mit ihm diskutieren brauchen wir nicht. Nee, das Weil ist total uneinsichtig. Das ist vorbei. Ich finde es immer ganz schwierig schon, wenn jemand sagt, man darf das heute nicht mehr sagen. Das ist totaler Quatsch. Ja, das ist alles ja die sagen. Floskel, die er immer gesagt hat, auch bei der letzten Wetten, das Folge. Ja. Er zieht sich zurück, weil er ja nicht mehr so reden darf, wie zu Hause er früher, auf der Couch. Wie er früher geredet hat oder zu Hause noch auf der Couch redet. Aber ich glaube, der Gottschalk ist auch jemand, der, wenn das Telefon klingelt, sagt, meine Couch ruft an und fragt, wo sie ist. Ja, das kann gut sein. Wo ich bleibe. Naja, wenn man nicht versteht, dass Sprache und Gesellschaft sich entwickelt, ja.
Natürlich gibt es Sachen, die haben wir auch früher gesagt, die man aber heute nicht mehr sagt und die wir auch bewusst nicht mehr so sagen. Weil wir wissen, dass es scheiße ist. Weil wir wissen, heute wissen, dass es einfach nicht mehr zeitgemäß ist, dass es scheiße ist. Wenn man aber so uneinsichtig ist und das aber auch immer noch alles so betonen muss. Ja. Er könnte ja auch einfach den Mund halten. Ja, bitte, er könnte Thomas. Ja auch einfach, er muss ja nicht gendern, aber er muss auch nicht gegenpöbeln. Ja, und dann finde ich das ganz schlimm, dass es ja immer noch Leute gibt, die ihm trotzdem so Fernsehjobs gegeben haben. Und immer so haben. Betonen, dass man ja nicht mehr reden darf, wie man möchte. Ja, ja, das stimmt alles nicht. Du kannst reden, wie du möchtest. Es ist ein freies Land. Meinungsfreiheit gibt es, Pressefreiheit. Das Ding ist halt nur Rücksichtnahme. Richtig. Du willst halt einfach nicht Kacke sein. So, du willst ja, willst ja auch rücksichtsvoll behandelt werden und nicht Kacke. Er fühlt sich ja nicht rücksichtsvoll behandelt. Er fühlt sich ja ausgeschlossen von einer angeblichen Mehrheit, von dem er der Ansicht sei, das sei gar keine Mehrheit. Und so. Also wirklich. Ein ausgeschlossen, was eigentlich nur ein darauf hinweisen ist. Auf seine Fehler. Ja. Beziehungsweise auf die Art, die er hat, die einfach nicht mehr so geht. Und ich finde es immer dann schwierig, wenn so jemand wie Thomas Gottschalk, der ja mal wirklich so super jung war, als er angefangen hat und wirklich so eine Art Rebell, ne, so ein bisschen, und eine neue Farbe in die Medien gebracht hat und eine neue Art und Weise der Spreche, wenn der sich dann später hinstellt und die jungen Leute verurteilt, die jetzt genau das machen, was er quasi früher dargestellt hat. Ja, er war ja auch, er ist eine Ikone. Ja, er hat leider die Abfahrt verpasst. Er war ein fantastischer Showmaster. Wir haben ihn als Kinder ja auch alle geguckt. Ja. Die Filme hat man tatsächlich auch schon mal geguckt. Meinst du diese Supernasenfilme? Ja, das hat man damals halt geguckt. Das war halt auch cool irgendwo. Ob man die jetzt heute nochmal gucken muss, weiß ich nicht. Also ist keine Empfehlung. Ich glaube, die altern sehr schlecht. Wahrscheinlich auch, ja. Ja. Und aber dass man sich da... Das größte Problem ist einfach, sich nicht mit der Gesellschaft weiterzuentwickeln. Ja, absolut. Stillstand ist immer ein Tod. Ein Tod ist vielleicht ein bisschen krass gesagt, aber Stillstand ist nie gut. Das ist richtig. Stillstand ist nie gut. Und da halte ich es mit dem Big Brother Tanz. Du bist raus. Nein, mit dem Big Brother Tanz. Warte, wie war's nochmal? Ich weiß nicht mehr. Du musst jetzt gehen, wir bleiben stehen. Wir sagen auf Wiedersehen. Ja, manchmal ist auch gut, wenn Leute einfach abdanken. Ich gönne ihm seinen Ruhestand. Ja, soll er genießen. Soll er genießen. Aber bitte nicht für sich alleine rumschwurbeln vom Fernseher. Bitte nicht jungen, talentierten Menschen die Jobs klauen, sondern jetzt einfach gehen. Nicht sexistisch sein. Ja gut, das wird er nicht hinkriegen. Aber wenn er das zu Hause in seinem Wohnzimmer macht, dann ist mir das total egal. Wenn er da seiner Frau, ich habe vergessen, wie er heißt. Ja, der darf zu Hause auch so reden, wie er will. Natürlich, darf er. Wenn er nicht über andere, naja, egal. Aber es ist übrigens ganz spannend, wenn man mal in dem Instagram-Account des Spiegels oder generell auf den Social-Media-Accounts des Spiegels in die Kommentare schaut, was da so drunter steht. Das habe ich nicht gemacht. Das muss man wirklich mal machen, weil das müsste auch Thomas Gottschalk mal machen, weil dann sieht er nämlich, dass er ein bisschen alleine dasteht mit seiner Art und Weise, was er da erzählt. Ich glaube, das weiß er auch, nur ich glaube... Der ist einfach zu stolz, einzugestehen, dass es nicht mehr passt. Ja, das stimmt. Da ist er zu stolz. Er bleibt bei seiner Meinung und die vertritt er dann auch. Und da lässt er sich, ich glaube, der lässt sich dann nicht mehr von abbringen, egal wer mit ihm redet. Deswegen. Der hat ja auch tatsächlich extrem, er hat ja über Joko und Klaas in seinem Podcast hergezogen. Er hat über die Kaulitz-Brüder hergezogen in seinem Podcast. Ich höre den Podcast nicht. Ich auch nicht. Ich lese dann immer nur die Schlagzeilen. Also da tue ich meinen Ohren nicht an. Aber das Ding ist halt, da siehst du halt alle die Leute, die heutzutage quasi so ein bisschen in seine Fußstapfen treten, was Größe, Bekanntheit, Shows und so angeht, die werden alle kleingeredet. Außer der Günther, der darf. Der Günther, das ist ja sein Kumpel. Der Günther, der darf alles. Ja, was soll man machen? Ist es Zeit für... Was ist denn jetzt Zeit? Was sagt uns diese Musik? Diese Musik sagt... Du musst jetzt gehen. Auf Wiedersehen. Wir bleiben stehen. Auf Wiedersehen. Aber vorher wollen wir noch kurz erwähnen... Folgt uns auf Instagram, teilt unseren Podcast, bewertet ihn gerne mit 5 Sternen bei Spotify. Ganz kurz, apropos Bewertung, was ist denn da los? Wir sind auf 4,5 gerutscht, das ist denn das? Ja, das ist voll falsch, ne? Ich verstehe es nicht, wir brauchen Unterstützung. Leute, liebe Zuhörlinge, liebe Zuschauerlinge, bewertet unseren Podcast mit 5 Sternen. Richtig, wir müssen von dieser 4,5 runterkommen. Das fühlt sich an, als ob man in der Klassenarbeit irgendwie gerade so bestanden hat. So, jetzt hast du mich aber unterbrochen. Sorry. So, folgt uns auf diversen Plattformen, auf denen ihr uns hört und
Ja. Empfehlt uns weiter. Und denkt daran, wir suchen verrücktes Essen, fieses Food. Ah ja, und schickt uns Sprachnachrichten. Richtig, das könnt ihr nämlich auch in Form einer Sprachnachricht machen. Wie sagen wir immer so schön, schreibt uns Sprachnachrichten und sprecht uns Texte. Nein, ja, so ungefähr. Sagen wir das, ja? Nee, wir haben uns schon ganz oft versprochen. Okay, gut. Also in dem Sinne, wir müssten jetzt gehen. Auf Wiedersehen. Ihr bleibt stehen. Auf Wiedersehen. Hören. Boah, sehen schon. Auch. Auch. Ich meine, man kann uns ja auch sehen. Bei Spotify und YouTube und in diversen lokalen Fernsehsendern. Würde ich jetzt nicht unterschlagen. Tschüss. Danke, dass ihr heute die Dachboden-Revue besucht habt. Ihr, das Publikum, wart wieder wundervoll. Hört wieder rein, denn etwas Revue muss sein. Neue Folgen immer montags in deiner Podcast-App. Und jetzt Vorhang zu.